you ready to fight? I'm always ready. Zack, sober. Sehr gut, sehr gut. Also. Ich find's ziemlich cool. Oh, schickes Auto. Kann ich hier, ich kann wirklich jeden rekrutieren hier? You look ready to fight. Will you fight for London? Are you with DadSec? I have information you'll be interested in. Yes, I'm hearing you. My entire division was laid off a few weeks ago. 300 people made redundant at once. That's just terrible. I'm all right now. But something about the firings has continued to bother me. Unless they secretly cloned us, no company could replace that many workers of our skill set immediately. We're being lied to. Okay, so you want DadSec to find out who replaced you, yes? Precisely. Help me, I'll help DadSec. It's a good deal for you. Was ist mit dem? Oh mein Gott, kann ich wirklich jeden? Nee, ihn kann ich zum... Da, sie kann ich rekrutieren. Oh Gott. Klone und Hitlers Sohn. Ich glaube, ich bin raus. Das ist ein bisschen hart, ne? Das ist ein bisschen hart. Komm, wir gucken mal. Was ist das? Was ist das? Neue Mission. Neue Mission. Oh, das ist nice. Das gefällt mir. Das ist ein Elektroauto, ne? Die kann man so schlecht. What the? Schön. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Ist er jetzt wieder aufgestanden und sagt einfach, jo, ist nichts passiert? Mission gestartet. Bare Knuckle Liga. Okay. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling and physical training are all valuable. Bare-knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter. Prove your physical superiority and they may consider joining DadSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. Boah, okay. Scheiße, ey. Ich werd mich hier einfach verlieren in diesem Spiel. Ich werde mich einfach nur verlieren. Oh, da hinten liegt noch was. Ist das wieder ein Haftbefehl oder? Da. Parliament Square 2. Captain, der Anschlag auf den Sprecher des Unterhauses wurde für morgen 19 Uhr bestätigt. Es müssen Wachen bereitstehen, um ihn abzufangen. Klassisches X5-Protokoll. Der Angriff wäre heute fast abgeblasen worden, aber ich konnte den Anführer beruhigen. Die Chance, diesen Abschaum einzubuchten, oh Gott, lasse ich mir nicht entgehen. Private D. Morgenstern. So, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das hatten wir. Oh Gott. Hatten wir. Okay. Hatten wir Missionen? Nebenmission, Rekrutierungsmission. Okay. Will ich mir erstmal. Okay, ich glaube, ich will erstmal rekrutieren. Rekrutiere Demi Hall.
Interesting person, but what the fuck? Oh no, she's off her fucking lip for sure. Allegedly, her shadowy cabal is headquartered at a nearby Albion field office. Might be worth investigating regardless. Okay. Der sieht lustig aus mit seiner Melone. Das will ich haben. You look ready to fight. Will you fight for London? Are you saying you're dead sick? I could really use your help. Why don't you say what the problem is first? Then we see. Anyway, look, my friend just got picked up by Albion, my undocumented friend. They're gonna be deported any day now. Perfect. Getting people away from the hands of Albion is one of our special powers. Love the attitude, but it won't besonders, work. Er ist gefühlt seit 5 Minuten dabei, hat sich einmal besoffen, aber ist schon voll der Checker. We need a passport. One of those high quality forgeries with integrated biometrics, like Clan Kelly cells. Okay, we'll help you solve this problem. Cheers, mate. If you help me out with this, I'll owe you one. A big one. Wie? Kein klatschendes Wasser? Oh, das gibt aber Abzüge in der B-Note. Da hinten liegt noch was. Wo denn? Da. Parliament Square 1, Tag 24. Habe mich mit Morgenstern und Biggs getroffen, um den Angriff zu besprechen. Wir werden am sehr ehrenwerten Sprecher des Unterhauses ein Exempel statuieren. Wir schnappen uns ihn und seine Albion Bodyguards, wenn sie das Parlament verlassen. Sie können uns nicht alle aufhalten. Tag 25. Morgen ist der Tag X. Ich hatte heute einen Anfall und brauchte meinen Inhalator. Morgenstern hat mich beruhigt, darin ist sie wirklich gut. Die Regierung wird unseren Forderungen nachkommen müssen, wenn wir mit dem Sprecher fertig sind. Tag 26. Irgendwas ist passiert. Albion wusste von unserem Plan. In dem Moment, in dem wir zuschlagen wollten, fielen sie über uns her. Wir haben einen Maulwurf. Ich hoffe, jemand findet das. Sie verhaften uns. Jemand muss das finden. Okay. Oh, ich erinnere mich, wie ich hier drüber geklettert bin. Hier, komm. Dich kann ich auch rekrutieren. Komm her. Oh, okay. Das scheint irgendwo unten zu sein. City Center. Wow, Entschuldigung. Also ich kann nicht jeden rekrutieren. Oder das kommt vielleicht auch erst später. Ich kann viele rekrutieren, aber nicht jeden. Da, sie kann ich auch rekrutieren. Dankeschön, Kayle. Wünsche ich dir auch. Will you fight for London? Hey, you're dead sick, aren't you? Great timing. I need a hand with something. I can't tell you. I can say maybe. But tell me what you need. Those Clan Kelly goons are fucking maniacs. Blew out my uncle's kneecaps when he wouldn't do their dirty work. That's just terrible. And the pair who did it are protected. Meaning the cops will look the other way. Forget those useless fucks. We'll handle your problem. Don't worry. What have we to lose? Help me with this and I'll owe you big time. Wie, dich kann ich nicht rekrutieren? Dich aber. Ich rekrutiere einfach alles, ne? Damit bin ich aber dann, glaube ich, auch lange beschäftigt. Es sieht so gut aus. Ah, Westminster. Ich drücke einfach überall mal mal gucken, was passiert. Ich werde nie ankommen. If you are, I could use your help. Why don't you say what the problem is first? Then we see. A good mate of mine went missing. No one's seen them, and I can't get hold of them. That's just terrible. Look, I hate to say it, but my friend has got this habit of bringing out the worst in people. They might have got themselves into some serious trouble. Don't worry. We'll find them.
Okay, komm. Wir machen jetzt erstmal ein paar Rekrutierungssachen und so. Rekrutiere Jonathan Williams. Ich muss erstmal gucken, wo muss ich denn... Ach du meine Güte. Der ist ja am Popo der Welt. Bare Knuckle League. Team. Ah, okay, die habe ich schon. Potenzielle Rekruten. Die ist halt echt süß. Professionelle Cosplayerin, Profi-Hackerin, bekannt aus Lynx. Okay. Tattoo-Künstler, Gabriel Issa. Wie hieß sie? Harriet Park? Gabriel Issa, Tattoo-Künstler, tödlicher Rächer, bekannt als Viper. Wir sind gerade als Eric Groza unterwegs. Und wir haben noch Jerry Martins, Veteran, Elite-Soldat, bekannt als Leopard. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wenn ich einen von denen nehme, bin ich direkt am Anfang overpowered. Deswegen würde ich die... Hat der sich den Union Jack ins Gesicht tätowieren lassen? Fuck me. Hat der nicht. Also ich würde, glaube ich, erstmal auf dem Eric bleiben. Einfach, um hier nicht alles auszuskillen. Außerdem finde ich ihn ganz lustig. Oh, Entschuldigung. Ich guck noch mal, was sehe ich hier irgendwie was in der Nähe ist? Was bist du denn? Missionen. Sehe ich hier was in der Nähe ist? Das ist halt echt weit weg. Boah, das muss ich alles einmal ansehen. Boah, ich muss alles einmal anwählen. Okay, das ist Mist. A tech corporation acting unethically? Sounds out of character, but let's investigate anyway. I'll check it. Check it. Okay, warte mal. 827 Meter. Das ist okay, ja blöd. Okay, if this friend isn't dead already, they will be soon. We should start looking now. But where? Well, we could knock on every door in the city and see if they've got any abducted people on the premises. But it'd probably be smarter just to snoop around their last known location. I agree. Send me this location. Okay. Ah, okay. Nee, das ist mir auch zu weit. Ich will gerne erstmal was in der Nähe haben. Looks like she's a marked woman. Clan Kelly put a bounty on her head. Why? She's an uncommonly dangerous underground boxer. Apparently she wants one to fight with a bag of cement, however you do that. And in her last match, she took down a mob-backed favorite. Now they're sending out an enforcer to make sure she never wins again. Boxing is dangerous enough without people coming to murder you. Bagley, get me the enforcer's location. Already done. Ich würde gerne wissen, mit welcher Taste ich auf die Mission direkt... Okay, das sind 436. I've got your coordinates for those two Clan Kelly goons. Scrape their optics for data. If I've learned anything about humanity, it's that there's something in literally everyone's text history that can get them arrested. Yes, I understand. Ah, okay, einfach mit Tab. Das ist mir aber auch zu weit weg. What's her story, Bagley? She's got substantial gambling debts, well above the median amount that people are killed for. Oh, and she's also refusing offers of financial assistance from a well-off friend. A gambler who says no to free money? This is a bullshit story. You're right. A gambling addict making a bad life choice. Oh, the mystery. You'd better talk to the friend if you want to crack this one. Good plan. Mr. Bagley, make a meeting. Make a meeting, Mr. Bagley. Okay. Wir haben's gleich. This guy's a fuckface. He's a shady character, that's for sure. His network activity shows he's been trying to hack the National Health Service. Ugh, why do bloody assholes need to attack the NHS? It's already in enough shit. Fuck these hackers! Oh no, a human hacker clumsily mucking about in a space he barely understands. Whatever will we do? All right, connect me to it and I'll sort it. Any hospital server will do. Check. Bin mal weg, essen und so. Bis später. Jo, Hami, lass es dir schmecken. Okay. Letztes. Ich sollte nicht zu viel auf einmal annehmen, glaube ich.
1030. Das heißt, wir haben als nächstes Theresa Green. Ja, Theresa Green, Mikrobiologin. Das wäre sie hier. Talos Maxera, eigenes Fahrzeug. Theresa Green, Mikrobiologin, Bibliotheks, Bußgelder von mehr als 70 Pfund. Bungley, can I have your help? Clan Kelly routinely moves their passport forgeries around the city. There should be a shipment in one of their delivery cars. I've also found the Albion facility where our prospect's undocumented friend is being detained. Yes, I understand. Ich lausche gerade dem Walzer. Ich habe das aus Versehen hochgemacht, das ist ja blöd. Ist ein bisschen Stau, ne? Ein Opa! Nein, ich werde jetzt nicht erst anfangen, die ganzen Rentner hier zu rekrutieren. Nein, ich werde hier. Ich werde erstmal nicht fahren, solange ich nicht muss. Ich weiß halt nicht, wie schlau das ist, wenn ich diese Albion-Typen direkt töte, nur weil ich sie sehe. Nein, wie. Wie packe ich das denn wieder weg? Und warum hat er nicht die lustige Maske auf? Habe ich die. Oh, ich habe die vorher nicht richtig ausgewählt, ne? Ah, mit T. Okay. Oh Mann, ich habe nicht die lustige Maske ausgewählt. Okay, ich brauche einen Shop. Rand's not tense, okay. Was machst du denn da? Hey, sei lieb. Aber ich glaube, ich müsste da rein. Naja, ich will es jetzt erstmal nicht übertreiben. Ich gucke erstmal, dass ich die Sachen, die ich eh schon habe, mal mache. Shirts. Ich kenne mich. Ich fange an, mich schon jetzt zu verheddern. Und wir haben gerade mal zwei Stunden, glaube ich, gespielt. Kann ich da nicht einfach einen Wegpunkt hinsetzen? Ja. Komm. Bright Future. Who knows? Was ist denn mit dir? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht treten. Entschuldigung. Oh. Achso, die Dinger da, das ist, glaube ich, eine Tube Station oder was ist das? Ne, das ist irgendwas. Frachtdrohne rufen. Ah. Ach, nice. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber.